Ich glaube nicht, dass ich ihn sehe. Und sonst würde ich dort ihm halt auch sagen: Hello, Mr. President. I'm Margaret from Davos. Ich glaube, man kann diesen Persönlichkeiten durchaus kritisch gegenüberstehen. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass die Leute gleich zusammenkommen können und ihre Meinungen austauschen können. Sicher würde ich ihm den Blick geben. Das wäre für mich eine Ehre, oder? Aber er wird nicht hierher kommen, oder? Er wird sich nicht so weit zeigen lassen. Es ist hektisch, etwa die halt, ja, mit den Lastwagen, die in das Kreuz und quer rumstehen, Bus. Die brauche ich Nerven, Buschauffeur. Ich sage, politisch bin ich eigentlich zu wenig, aber was man so gehört hat, dann und allem drum und dran. Dann bin ich noch. Es fehlt ihm einfach. Von mir aus gesehen, er benimmt den Hirnzellen, oder? Er ist wie ein kleines Kind, ja, das ist ein bisschen schade. Der Golfplatz ist zu, er müsste langlaufen und ich weiss nicht, ob das sein Gebiet ist. Ich hoffe, er lässt sich ein bisschen zu. Dass er nicht einfach nur mehr kommt. Ist er Ihnen sympathisch, Donald Trump? Muss ich sagen, wenn wir uns in Ruhe lassen, lassen wir es auch. Und warum soll der Trump nicht kommen? So schlecht ist das auch nicht, was er macht. Die gehen auch nicht mit allem überein. Aber es ist doch okay so. Und für uns ist das natürlich eine riesige, riesige Reklame. Also, wenn man so in die Welt ausgetragen wird. Es ist einfach das Ganze drum und dran, ja. Aber das ist etwas anderes. Aber nein, es ist okay, wie es ist. Er ist ja so, schon wie ein Bandisch gesagt. Wie ein kleines Kind, wie er sich manchmal benimmt. Oder? Auch wie die Leute manchmal auffotzen. Und das gehört bei einem Präsidenten gehört das eigentlich nicht. Welcome, Mr. President.